tatsächlich. Hätte es denn Sinn gemacht für dich, dass du das umblätterst? Nee, also ich finde es nicht unbedingt. Es gibt eh möglich, man kann auch noch ganz viele Markierungen in den Text reinmachen. Das ist einfach so eine Philosophiefrage, glaube ich, tatsächlich. Also manche markieren sich ungefähr alles. Andererseits, ich bin dann wiederum jemand, der stellt dann beim Lesen plötzlich nochmal fest, weil man liest ja den Text vorher. Also ich habe den zum Beispiel im Urlaub am Strand durchgelesen und da habe ich auch nicht das iPad dabei, dann müsste ich mir in das iPad die Markierungen machen. Ich hatte einfach das Buch dabei, das war einfach sehr viel angenehmer für mich. Und im Grunde, es fällt einem immer noch was Neues auf und also ich bin da tatsächlich immer so, ich mache mir vorher ganz viele Gedanken und gehe dann vor jedem Lesen nochmal das Kapitel durch. Wir hatten ja auch jedes Mal noch mal so ein bisschen drüber gesprochen, so was passiert jetzt. Und ja, ist ja auch wichtig, auch noch, dass man dann irgendwie drin bleibt im Flow. Genau, und das hilft mir dann, hat mir dann noch mal viel mehr geholfen, als dann beim Lesen die Markierungen zu finden tatsächlich, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe auch schon Sprecher gesehen, die drucken den ganzen Roman aus und haben den dann mit Zetteln. Ja, da glaube ich, allerdings, also das ist dann dieses Rascheln, was da drauf ist. Ja. Also da werdet ihr, glaube ich, beim Schnitt einfach wahnsinnig. Ja, glaube ich auch. Da muss man auch mal dazu sagen, wir haben echt so penibel darauf geachtet, alles wirklich so gut wie möglich zu machen, was die Audioqualität angeht. Also da sticht es vielleicht sogar ein bisschen heraus im Vergleich zu anderen Hörbüchern, muss ich sagen. Ich habe mich ja auch reinhören müssen in ganz viele Hörbücher, um irgendwie mal so ein Bild zu bekommen. Und da muss ich echt sagen, bin ich happy mit unserem Ergebnis, wirklich. Also. Bin auch echt mal gespannt. Also ich glaube auch tatsächlich, das war jetzt ein riesiger Vorteil auch, dass du einfach Producer und Autor in einem bist. Mhm. Normalerweise sagt man immer, der Autor sollte nicht bei der Aufnahme dabei sein, weil der immer noch andere Anmerkungen hat. Also nichts. Aber da hat sich der Fabian hat sich zusammengerissen. Nee, aber vor allem, was halt gut war, da konnte ich mich dann auch wirklich auf die Takes konzentrieren. Also ich glaube, ohne Autor würde ich das tatsächlich auch mit den Markierungen bevorzugen. Aber nachdem wir uns einfach ständig auch abgesprochen hatten, war das so eigentlich idealer für mich, muss ich sagen. Ja.